Herzlich willkommen zu meinem neuen Sendeplan. Ja, es hat sich ein klein bisschen was geändert, nämlich vor allem am Wochenende. Die meisten Sachen sind aber gleich geblieben, damit ihr nicht zu viele Änderungsschocks bekommt. Aber gehen wir doch einfach mal die Woche gemeinsam durch. Montags und freitags bleibt es wie gewohnt dabei, dass wir mit Tara Eisenseele die Welt von Final Fantasy XIV erkunden werden. Und jetzt ist es wirklich auch bald soweit. Wir erkunden die Welt, denn wir schalten bald das Luftschiff frei. Und damit können wir uns frei bewegen, neue Gebiete erkunden, neue Berufe lernen. Und ich sag mal so viel, es geht bald richtig schuckisch zur Sache. Und irgendwann schleichen wir uns auch wie ein Ninja durch die Gegend. Am Dienstag und am Donnerstag wird wieder der gerechte Kampf gekämpft und wir gehen gegen die Alien-Invasoren in XCOM 2 vor. Mit euren Soldaten und jetzt kommt ja am 18. März auch noch das neue DLC-Pack mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Also wenn ihr noch keinen Soldatenentwurf für mich habt, dann könnt ihr jetzt sagen, wie eure Soldaten aussehen und ich mache sie für euch. Diesmal vielleicht sogar als Anarchisten. Okay, außerdem geht jetzt in ein paar Tagen die dritte Staffel los. Das heißt, für alle Soldaten, die mittlerweile gestorben sind, beginnt das Spiel wieder von vorne. Seid dabei, wenn wir erneut versuchen, die Aliens von der Erde zu vertreiben. Am Mittwoch begeben wir uns wieder ins radioaktive Commonwealth von Fallout 4 und werden dort gegen Mutanten, Aliens und Raiders antreten. Seid auch wieder dabei, wenn wir vielleicht den einen oder anderen Fatboy dem einen oder anderen Mutanten in den Hintern schieben. Und nun kommen wir zu den eigentlichen Änderungen am Sendeplan. Am Samstag war ursprünglich Xenoblade Chronicles X angesetzt. Das habe ich allerdings jetzt einfach, weil die Nachfrage bei euch nicht mehr so hoch war, abgesetzt. Stattdessen kommt jetzt ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht, nämlich Valkyra Chronicles. Ein JRPG-Strategiespiel, das in einem fiktiven Zweiten Weltkrieg in einem fiktiven Europa angesiedelt ist. Mir gefällt's, euch wahrscheinlich auch, ich hoffe es zumindest. Schaltet rein, die erste Folge geht diesen Samstag los. Der Sonntag wird mein Überraschungstag. Da kann euch wie gewohnt ein XCOM 2 oder auch ein Final Fantasy erwarten, aber auch alles mögliche andere. Ein Valkyria Chronicles, ein Fallout 4, aber vielleicht auch ein Indie-Titel oder etwas komplett anderes, vielleicht ein First Loot oder wir werden es sehen, lasst euch überraschen. Auf alle Fälle, jeden Tag um 19.30 Uhr kommt eine Folge. Vielleicht auch mal ein bisschen was davor, vielleicht mal ein bisschen was danach. Schaltet auf alle Fälle ein, guckt rein. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, lasst mir einen Daumen da, schreibt in die Kommentare oder abonniert mich. Ich würde mich freuen, von euch was zu hören. Wir sehen uns und schaltet ein. Macht's gut. Ciao, ciao.